So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge in deinem Bewusstseins-Podcast, dein Podcast für mehr Spirit und Klarheit. Mein Name ist Franziska Störer und ich habe heute einen ganz wundervollen Gast zum Interview, Astrologin Caroline. Astrologin Caroline wird mit mir heute verschiedenste Fragen klären, wie zum Beispiel, was ist denn überhaupt sein? Was bedeutet das denn überhaupt, dieser große Begriff, den man überall hört. Wir werden über die Themen Berufung, Berufung finden, Seelenplan sprechen, weil das immer wieder so viele Fragen aufwirft. Und noch kurz ein paar Worte zu Caroline. Sie ist schon seit den 80er Jahren Astrologin, hat auch als Pädagogin und als Lehrerin gearbeitet und hat über verschiedenste Wege immer wieder ihr Herz erfüllt mit der Astrologie und deswegen sitzt sie heute hier und übt den Beruf, ihre Berufung aus und wir sprechen heute genau darüber und auch über ihre Spezialisierung, nämlich Seelenplan und Berufung. Viele, viele große Fragen. Herzlich willkommen und schön, dass du bei mir bist. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Franziska. Ich freue mich auch dieses Mal bei deinem eigenen Podcast sehr, dass ich dabei sein darf und bin schon gespannt, was wir da alles Spannendes eruieren wollen und klären wollen. Spirit und Klärung finde ich sehr anregend für mich auch. Das inspiriert mich schon gleich am Anfang, ja. Schön, ja, Klarheit. Klarheit ist etwas, wofür ich gehe und authentisch sein. Deswegen sind die Themen auch, glaube ich, für uns richtig zugeschneidert. Ich werde gleich mal anfangen mit dem Thema Wassermann-Zeitalter. Und ja, das kursiert jetzt die ganze Zeit. Kannst du was dazu sagen? Und ich glaube, du hast auch mal erwähnt, mein Aszendent ist auch Wassermann und dass ich irgendwie genau richtig liege. Jetzt gerade. Ja, wenn sich Menschen mit einer Wassermann-Betonung jetzt im sich eröffnenden Wassermann-Zeitalter bereit erklären zu inkarnieren, haben die natürlich ganz viel damit zu tun. Sie möchten das auch mit auf die Welt bringen und verkörpern, diesen Geist. Ja, Wassermann-Zeitalter, das heißt, wir kennen ja die 12 Tierkreiszeichen vom Horoskop, also wann, in welchem Monat jemand geboren ist. Das ist dann auf der persönlichen Ebene. Und dieselben 12 Tierkreiszeichen kann man eben auf Zeitalter, also auf viel größere Zeiträume übertragen. Dann dauert nämlich ein Zeitalter 2160 Jahre. Also Ah, schon, ja, ne, ist schon eine andere Hausnummer. das ist eine Hausnummer. Und ne, ist eine andere Hausnummer. Und das heißt, es ist dann der Überbegriff, also wirklich das überragende Thema, die Qualitäten des Zeichens, die natürlich, wenn du jetzt einen Wassermann-Aszendent hast oder jemand ist im Wassermann geboren, ist so für sich selber lebt, aber dann ist es ja der einzelne Mensch. Und jetzt ist aber quasi die übergeordnete Energie, die dann über uns, also uns quasi auch inspiriert, uns am Leben hält und nach der wir uns dann noch richten können, von diesem Thema, von diesem Zeichen geprägt. Und Wassermann wird sehr schön oft dargestellt, um das besser zu begreifen, als jemand, der quasi auf den Wolken steht, also so sinnbildlich, mit einem Krug Wasser und den Krug Wasser auf die Erde schüttet. Aber Wassermann ist ein Luftzeichen. Wir haben ja vier Elemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und Wassermann ist eben kein Wasserzeichen, sondern ein Luftwasser. Und die Luft ist der Geist. Und es sind die geistigen Gewässer, mit denen der Wassermann uns aus dem Kosmos, und der Kosmos ist ja unendlich, inspiriert, also überschüttet. Und Was dann, schön. ja, und das ist das, was uns einfällt und zufällt, wo wir, und je nachdem, wie wir unsere Antennen aufgefangen haben, ist es der Geist, Luft, der jetzt um uns weht. Und im Moment ist der Wind of Change, weil wir so im Übergang sind, weil das Wassermann-Zeitalter, wir wissen wir nie genau, an welchem Tag das richtig begonnen hat, sind ja Übergänge, aber je nach Bewusstsein, je nach Offenheit oder du als Verkörperung davon, für dich ist es wahrscheinlich normaler halt als für andere, die nicht so viel damit zu tun haben. Insofern lebst du danach schon. Und da geht es eben darum, dass wir aus dieser unendlichen Fülle, unbegrenzten, ich sag mal die unbegrenzten Unmöglichkeiten des Kosmos, ja, dann das empfangen als Inspiration. Da steckt ja auch der Spirit drin. Wir werden also inspiriert, ne, über das Gehirn
und je nachdem, wie wir auch unsere Antennen auffahren und leben dann dieses kosmische Bewusstsein hier auf die Erde. Also nicht nur Alltagsthemen und so weiter, sondern auch die höheren Zusammenhänge, dass das spirituelle Bewusstsein zum Beispiel, dass wir im Prinzip alle geistige Wesen sind und das Geistige als Mensch verkörpern. Wir haben einen Körper, aber wir sind kein Körper. Das ist ja so ein ganz bekannter Standardsatz in der Spiritualität. Und dass wir diesen Geist verkörpern und dieser Geist des Wassermanns, mal ganz kurz zusammengefasst, ist auch eine Brücke für die Definition nachher, ist, dass alle Menschen Brüder sind oder Schwestern. Ja, also eine Menschenfamilie sind wir. Wir sind alle anders, aber wir gehören alle zusammen, weil wir letztendlich spirituell gesehen alle aus derselben Quelle kommen. Insofern sind wir alle miteinander verwandt. Ja, so gesehen. Ja. Und dann ist ja so, dass wir also, wenn wir auf der Erde stehen, wir stellen uns vor, alle Menschen stehen auf der Erde, dann geht ja deren Geist auch ganz ins Universum rum, 360 Grad. Mhm. Aber wenn wir die Wurzel jetzt uns vorstellen von den Menschen, die nach innen wachsen, treffen wir uns alle im Erdkern zusammen. Voll schön. Ja, also so viel, liebe Zuhörer, jetzt mal für alle kurz, die hier vielleicht nur zuhören, ihr könnt auch mal zu YouTube switchen, da haben wir auch ein Video, da seht ihr, wie die Gestiken von Caroline ihre Worte unterstreichen. Das ist total schön. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich die Caroline eingeladen habe, weil sie so inspirative Worte immer findet und so gut erklärt. Ja, genau. Genau. Ja. Und das ist dieser Wassermann-Geist, Wassermann-Zeitalter, das jetzt anbricht und dann eben auch uns von vielem befreit, was eben vorher nicht so frei war. Es geht um die Freiheit des Geistes. Also ich fall noch ein kleines bisschen weiter aus. Zu jedem Zeichen gehört ein Planet und zum Wassermann-Zeichen gehört der Planet Uranus. Und der ist noch gar nicht so lange bekannt, nämlich erst so seit Ende 1700. Und es war so um die Zeit der Französischen Revolution. Und da gab es ja drei Schlagworte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also zeitgleich mit der Entdeckung des Uranus als Herrscher des Wassermann-Zeitalters. Und es sind genau auf den Punkt gebracht, die drei Grundbegriffe. Damals war es natürlich das Volk gegen die Monarchie. Da war es das erste Mal, dass das Volk aufbegehrt hat gegen die Obrigkeiten und auch mal eine Stimme hatte und sich auch da gewehrt hat. Und das ist quasi das individuelle Bewusstsein, was sich dann im Laufe der Zeit bewegt hat. Es ist ja auch noch nicht so lange her, gut 200 Jahre, ist ja für eine Menschheitsgeschichte nicht so viel. Das stimmt, genau. Ja? Kann man sagen, dass das wie so ein Vorbau war? Es war ja im Prinzip auch wie so ein Einfall, was die Menschen dann hatten. Ja, ja. Ne? Das ist, lag schon quasi in der Luft. Also sagen wir mal so, die Planeten, gerade die geistigen Planeten, die sehr weit am Rande unseres Sonnensystems sind, die können dann immer nur entdeckt werden, die gab es ja vorher auch schon. Die sind ja nicht dann entstanden, aber die konnten nur dann entdeckt werden, wieder die Decke weg, ne? Ja. Weil das Bewusstsein so weit war. Weil wenn ich was nicht kenne, erkenne ich es auch nicht. Ne? Das ist so. Stimmt. Und dann wurde das halt zu der Zeit synchron entdeckt oder war es im Bewusstsein und ist dann quasi aufgebrochen. Das war noch ein bisschen pubertär damals, aber das ist auch normal, dass es erstmal so ein bisschen chaotisch ist. Aber das war ein Aufbruch davon. Dieser Geist hat sich durchgebrochen. Und das ist ja auch heute so, gerade in diesem Jahr, wo wir sehr viel mit Restriktionen und so weiter, mit Maßregelungen zu tun haben, ist aber im Übergang zum Wassermann-Zeitalter anders als noch vor 100 Jahren. Weil dieser Wassermann-Geist eben auch schon da ist und der strebt ja nach Befreiung, nach Entgrenzung und nach der Eigenverantwortung mit dem, was man eben nach seinem Geist verantworten kann, was da für einen eben gültig ist, was ich unter Freiheit verstehe. Und dann ist eben Freiheit nicht das, dass ich machen kann, was ich will, Hauptsache mir geht's gut, sondern im Bewusstsein der Allgemeinheit, der Menschenfamilie. Dann und der Gleichheit. Gleichheit heißt dann Gleichwertigkeit, dass jeder Mensch ist gleichwertig, egal wo er steht. Hat auch mit der gesellschaftlichen Schicht nichts zu tun. Allein, dass er ein Mensch ist. Das ist der gemeinsame Nenner. Und das ist die Gleichwertigkeit. Ne? Genau. Und das ist eben dieser Geist des Wassermann-Zeitalters, der jetzt immer mehr durchbricht. Und je mehr wir alle das verkörpern und auch in die Welt tragen, umso stärker kann dieser neue Geist natürlich sich verwirklichen, weil der ist ja schon da. Wir rufen den quasi ab. Ne? Also der ist ja auch nicht mehr aufzuhalten, aber je mehr wir den verkörpern und wertschätzen oder einladen, wie auch immer, und das auch als Geschenk für die neue Zeit nehmen
und danach leben, umso stärker kann der sich natürlich auch auf der Erde einpflanzen und durch uns verkörpert werden und dann auch lebendig werden. Ja, das sind irgendwie so neue Aufgaben, die jetzt da sind. Ne? Man spürt die und wir haben es natürlich, wir haben damit zu tun, das tatsächlich zu verkörpern dann noch. Ne? Im Geiste kommt es oft an und dann ist ja im Geist dann noch so dieser, der Kritiker, oh, kann ich jetzt wirklich so leben? Weil man hat ja den Drang, authentisch zu leben. Und dann kommt erst so dieses Spiel in die innere Kritikerumfeld, kann ich das so tun, wie ich mir das jetzt denke? Und ehe es dann zur Verkörperung kommt, dauert es noch eine Weile. Aber das ist jetzt so diese Zeit, ne, wo Chaos ausbricht und sich gleichzeitig neu ordnet. Und was Verantwortung und Mut, glaube ich, erfordert. Ja. Und es geht jetzt halt immer schneller. Es geht immer schneller. Also ein Beschleunigungsfaktor, ne? Sowieso. Total. Man sagt auch, dass dieses Wassermann-Zeitalter die Qualität auch den Aufrüttler, einen Aufwecker in sich hat. Ja, ne? wo wir auch noch unfrei sind, vielleicht auch selbst auferlegte Grenzen haben oder von außen begrenzt werden, also was quasi unserer Menschenwürde entgegensteht. Und dass wir uns eben auch zu unserer Freiheit bekennen und gucken, wie wir das auch selbstverantwortlich leben können, ohne dem anderen Leben zu schaden oder vielleicht sogar die anderen auch anzustecken, weil das beflügelt ja auch. Eine Inspiration ist ja auch eine Ansteckung vom Geistigen her. Klar. Genau. Wenn die Es geht darum, wirklich auch neu zu definieren. Ne? Bei mir, bei Erfolg durch Empathie, mein Ziel ist es wirklich, die spirituellen Berufe, Esoterik und diese empathischen Berufe neu zu etablieren, neu zu definieren, weil wir das ja jetzt brauchen. Ne? Und diese empathischen Berufe, diese geistigen Berufe, weil ja so viel Chaos auch in den Köpfen ist, ja auch gebraucht werden. Ne? Ja, und genau. Da erfordert es viel auch die Glaubenssätze. Ich hatte gestern ein schönes Beispiel mit meiner Freundin. Ich bin auch so dankbar für mein Umfeld, das so bewusst und weise ist. Ne? Zeigt ja auch mein Inneres, logischerweise. Und da hatten wir das tolle Thema zu reich verboten. Ne? Das sind so die Gedanken und die Gesellschaft. Ne? Zu reich verboten. Zu schön verboten. Ja, zu fröhlich, verboten. So diese ganzen Sachen, das steckt aber in uns und das will gelebt werden. Ne? Ja. Und darum geht es auch. Ne? Das will auch befreit werden. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass wir das noch in uns haben, weil das über Generationen hinweg so der Maßstab war für die vielen, für die meisten Menschen, die es eben nicht leben durften, war immer nur ganz wenig vorbehalten. Und diese Gleichheit des Wassermann-Prinzips heißt nämlich, dass es jedem zusteht, jedem auf seine Art. Jeder versteht ja unter schön und reich und klug und fröhlich auch was anderes. Aber es ist und das alles gleichwertig. Ne? Genau. Man lacht ja auch nicht über denselben Witz oder so oder findet nicht dieselben Personen schön. Aber das ist ja auch, muss ja auch gar nicht sein. Es geht ja um die Vielfalt. Und da kommen wir jetzt schon zum Thema der Individualität. Würde ich jetzt gerne mal. Ja, sehr gerne. Wir haben hier nämlich eine Frage, was bedeutet denn Individualität? Genau. An der Stelle passt es nämlich ganz toll. Und auch schon Übergang zum Sein, was ja das Übergang noch ein Thema ist. Also, Individualität verstehe ich so, muss ich ein kleines bisschen ausholen. Also wir kommen ja quasi alle aus derselben geistigen Quelle, wo es alles gibt, was es ist. Alles, was ist, ist ja so ein Begriff in der Spiritualität. Und wenn sich eine Seele jetzt dazu bereit erklärt zu inkarnieren, kann sie ja, ist sie ja schon damit genug beschäftigt, einen Teil davon zu repräsentieren, einen Teil. Und dieser Teil ist dann vom großen Ganzen ein Abbild. Das heißt, der kann nicht das Ganze repräsentieren, aber diesen Teil, mit dem sich die Seele identifiziert hat, für den sie sich entschieden hat. Und das ist dann das Individuelle. Das Dividieren kennen wir von der Mathematik, das ist das Teilen, also steckt dieser Teil drin, aber die Vorsilbe in heißt ja genau das Gegenteil, also der nicht teilbare Teil des Ganzen. Wahnsinn. Wenn ich also sage, ich bin individuell, heißt es natürlich, unterscheide ich mich jetzt von dir zum Beispiel, aber dann geht es nicht darum, wer ist besser oder schlechter, sondern nur, du repräsentierst diesen nicht teilbaren Teil des Ganzen und ich
den. Also wie eine Facette vom Ganzen. Mhm. Ne? Und das glaube ich, ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass wir, und jeder wird so gebraucht für diesen individuellen Anteil, da haben wir es ja auch drin, Anteil des Ganzen. Wie gesagt, wir sind damit auch genug beschäftigt. Ne? Genau, und wenn genau. jeder das so lebt und auch wertschätzt und weiß, ja, das gehört zu mir, deswegen muss ich ja auch mich gar nicht nach anderen orientieren, das kann ich mal gucken, aber es bringt mir ja gar nichts, wenn das nicht mein Ding ist, wenn das nicht zu meinem Anteil gehört. Und das ist ja auch das Authentische letztendlich, wofür ich mich entschieden habe, das eigene, das Innen wie Außen quasi ist ja authentisch. Mhm. Ne? Das Witzige, wir brauchen gar nicht darüber nachdenken, ist das jetzt richtig oder falsch, wie ich das fühle, wie ich das jetzt so ausdrücke. Wir haben es ja vorher schon quasi entschieden, sage ich jetzt mal ganz salopp, dass wir das sind, wir so wie wir sind, dieser Anteil. Ja. Ich beschäftige mich jetzt auch gerade mit Multidimensionalität, worum es auch dabei geht, dass wir ein Aspekt unserer Seele sind, ja, den wir verkörpern. Und der restliche Anteil, den wir jetzt so nicht wahrnehmen oder ja auch andere Dinge verkörpern, das ist ein Teil, genau. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ist auch nicht schlimm. Das ist ein Teil, dass wir einen Teil verkörpern und damit und den aber vollkommen dann ausfüllen, wohl wissend, dass das ein Anteil ist des Ganzen. Weil die Seele strebt immer nach Vollkommenheit, aber auch für diesen Teil. Mhm. Weil im Grunde, weil sie ja angebunden ist an das große Ganze, ist sie ja sowieso vollkommen. Genau. Und dauerhaft als Mensch ist sie auch im Werden, ne? Genau, genau. Mhm. Ist immer im Werden. Es gibt ja gar keinen Stillstand. Und deswegen ist auch alles perfekt, was wir damit erleben, auch wenn uns das vom Ego und vom Ich und so weiter gar nicht gefällt. Muss uns ja auch gar nicht gefallen. Mhm. Aber wir wissen ja, dass wir oft aus sehr schwierigen Situationen ganz viel lernen, vielleicht sogar noch mehr und auch weiterkommen in der Entwicklung. Das gehört auch mit dazu. Und dass es insofern doch vollkommen war oder einfach, weil es so war, weil es es gab, hatte das eine Existenzberechtigung. Und wir haben ja hier, wir kriegen so viele Möglichkeiten der Erfahrung, uns kennenzulernen in den eigenen Facetten. Also die eigene Facette hat ja nochmal Unterfacetten. Das ist ja wie so beim Diamanten, das ist ja, ne? Sind wir ja fast überwältigt von den eigenen Facetten. Insofern sind wir ja da mit diesem Bruchteil auch schon sehr beschäftigt und brauchen gar nicht nach anderen zu gucken, sondern freuen uns einfach, was wir repräsentieren, was die anderen repräsentieren. Und dann, deswegen gibt es dann auch in diesem Bewusstsein keine Konkurrenz im alten Sinne. Genau. Weil Konkurrenz übersetzt heißt miteinander rennen, nicht gegeneinander. Kon heißt immer mit. Ja, du bist so ein. Weißt du? Ja, wie so ein Duden bist du. Das ist total toll. Wenn wir miteinander rennen, du wirst wahrscheinlich viel schneller als ich, du würdest mich aber antreiben, aber nicht, weil du jetzt die Erste sein willst, die wärst du sowieso, aber das wäre jetzt für mich auch in Ordnung, aber ich wäre durch dein Temperament, durch deine Dynamik mitgerissen und könnte mehr aus mir herausbringen, als wenn ich jetzt allein vor mich so hin, ich würde wahrscheinlich gar nicht rennen von meinem Typus her, weil ich renne gar nicht so viel, aber mit dir würde ich dann mitrennen. Und du würdest dich freuen, dass du mich angeheuert hast, weißt du so? Und das ist auch der Wassermanngeist. Schön. Das ist auch schon wieder der Punkt, wirklich nicht zurückzuhalten mit dem, was einen wirklich ausmacht. Ja. Wirklich raushauen, rausgehen, das wirklich voll ausleben, was einen ausmacht. Ja. Manchmal hält man sich ja auch zurück, das kennt ihr vielleicht auch, die jetzt zuhören, weil man jemanden anders nicht schlecht dastehen lassen will, schraubt man mit seinem Potenzial zurück oder sagt etwas nicht, weil man nicht verletzen will und so weiter und so fort. Mhm. Aber jeder Gedanke, jede Tat, alles, was in dir steckt und was gelebt werden will, ist so richtig. Egal was. Ja. Egal was. Ja. Ne? Ja. Und das Wesen oder die Seele, die ist so absolut neutral, die nimmt alles hin, was man an Erfahrungen macht. Das ist ja wirklich Schnurzpieps, egal, prinzipiell. Es alles ist Vollkommenheit. Nur unser kleines Ich ist da in der Wertung verfangen. Ne? Ja, in der Begrenzung. In der Begrenzung, genau. Und dann grenzt es sich halt ab insofern, dass es sagt, also ich bin nicht du. Und ich mache das halt dann anders. Und dann kommt ganz schnell, ja, wir sind jetzt besser und so weiter. Und da haben ja die alten Mayas den tollen Satz gesagt, ich bin ein anderes Du und du bist ein anderes Ich.
Das drückt es ja auch nochmal schön aus. Total. Ja? Mhm. Ja, und das ist wieder diese Verbindung. Und da geht es nicht darum, wer ist jetzt besser. Und wir werden ja auch für unsere Vielfalt gebraucht. Und dieser Teamgedanke, der ursprünglich, der ja früher in Firmen jetzt schon eine ganze Weile auch herrscht, also gab es ja auch noch nicht vor zig Jahrzehnten, der heißt ja auch, dass ein Team gerade dann lebendig und dynamisch und gut ist, wenn es viele unterschiedliche einzelne Teammitglieder gibt. Wenn alle gleich wären, wird ja gar nichts passieren. Da gibt es ja schon wieder, wer ist besser und so weiter. Und dadurch, dass die Unterschiedlichkeit da ist, jeder mit seinem Teilaspekt, mit seiner Individualität, der untrennbaren Einzigartigkeit da drin ist, und die zusammenkommen und sich nicht bekriegen, sondern sagen, wir arbeiten zusammen, das kommt ja dann diesen Synergieeffekt. Das ist ja dann eins und eins mehr als zwei. Genau. Ne? Ist ja eins und eins, Liebezeit, was das alles sein kann. Eins plus eins soll ja auch drei sein, ne? Eigentlich. Mindestens. Ja, mindestens. Ne? Macht ja Sinn, weil daraus aus der Co-Kreation entsteht wieder was. Ja. Das kann ich also mit einem Beispiel zeigen. Und zwar aktuell heißt zum Beispiel meine Firma ja noch Franziska Störer, Erfolg durch Empathie. Dadurch, dass ich jetzt aber ein Team bilde und mehr Menschen reinkommen, die ihre Fähigkeit reinbringen, wird es Erfolg durch Empathie und mein Name steht nicht mehr drüber. Und dank meiner Potenzialanalyse, die ich ja eben auch selber mache mit meinen Kunden oder Klienten und auch durch andere Beratungen, wie zum Beispiel von dir, weiß ich, ich bin eine Führernatur, ja, und ich lerne jetzt gerade echt witzigerweise so spielerisch, wirklich, lernt einfach spielerisch und seht es spielerisch an diesen Teamführung, wie ich, ja, so wieder eine neue Herausforderung, wie ich so ein Team führe und wie ich in meine Führerrolle reinkomme, trotzdem aber empathisch bleibe und locker bleibe und trotzdem aber weiß, was ich will, ja, und dazu ist es zum Beispiel, wenn man ein Business bildet, ja auch wichtig, was habe ich für eine Philosophie und was habe ich für ein Warum. Und plötzlich habe ich verstanden, wo ich diese Philosophie jetzt noch mehr einsetzen kann. Nicht nur, damit der Kunde eine Verbindung zu mir findet, sondern dass ich mein Warum und meine Philosophie auch für die Teambildung, warum arbeite ich denn jetzt eigentlich mit und für Erfolg durch Empathie, ne? Das macht das Ganze wieder stark. Ja, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, Teambildung, Herausforderung, schönes Beispiel dafür. Ja. Und ich finde, dann können wir ja eigentlich auch eine schöne Überleitung finden zu dem Thema Potenziale. Ja. Oder anders gefragt, wie kommt denn unser Seelenplan zustande? Diese Frage wollte ich dir ja unbedingt stellen. Ja. Und ich wollte da auch noch auf die Vorleben und aufs Karma. Vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, weil das auch oft irritiert. Das hängt unweigerlich damit zusammen. So, also wie ich es definiere. Ich habe jetzt meine eigene Definition. Ne? Erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist meine Definition aufgrund meiner Erfahrung. Genau. Ja, also wenn sich eine Seele in der geistigen Welt dazu entschieden hat, wieder mal als Mensch zu inkarnieren, dann gibt es ja aufgrund der vielen unendlichen Unmöglichkeiten ein großes Angebot. Und dann besinnt sie sich erstmal darauf, was habe ich denn, wir gehen mal nicht von der Erstinkarnation aus, ne, sondern dass wir schon öfter gelebt haben, besinnt sie sich erstmal drauf, auf welches Potenzial kann ich denn zurückblicken, was ich schon erlebt habe, was ich schon quasi als Mitgift, Gift heißt ja Geschenk, ne, nicht Gift, als mit schon erworben habe an Erfahrungen und so weiter. Und diese Erfahrungen können wir ganz pauschal erstmal in zwei Kategorien unterteilen. Das sind Erfahrungen, die geglückt sind, wo wir sagen, das habe ich schon erreicht. Das sind Fähigkeiten, die ich ausgearbeitet habe, Erfahrungen, die ich integriert habe, Persönlichkeit ist dadurch entwickelt und. Und das ist das, was wir später als Begabungen dann erleben. Da steckt ja das Wort geben drin. Das haben wir uns quasi selbst gegeben. Was wir wiederum also im Sinne von erworben. Ne? Mhm. Und das ist für uns ja dann selbstverständlich. Andere sagen, oh, was du kannst, sage ich ja,
ist doch normal, kann jeder, dann kann halt nicht jeder, kann nur ich, weil ich mir das so erworben habe. Genau. Und bei anderen ist wieder was anderes, ne? Das ist nur mal so am Rande bemerkt. Und das heißt, dieser Bereich, der steht uns zur Verfügung und damit können wir ja die jetzigen Aufgaben des Lebens, des jetzigen Seelenplans schon mal bewältigen, das auf der einen Seite. Dann kommt der andere Teil natürlich noch dazu, der entgegengesetzte, wie alles im dualen Prinzip, das, was wir noch nicht erreicht haben. Mhm. Und da gibt es ja verschiedene Gründe. Es gibt ja vorzeitigen Tod oder ne, dass wir einfach unser Leben, unsere Themen nicht beenden konnten, aus verschiedensten Gründen. Warum ist auch letztendlich egal. Wichtig ist für den Seelenplan, dass es eben Themen und damit auch Energien und Lebensbereiche gibt, die einfach noch unerledigt sind, so wie offene Rechnungen. Und noch das Gefühl, da fehlt noch was und es quält mich, weil die Seele ja nach Vervollkommnung strebt, hat sie da ja noch nicht diesen Zustand erreicht. Also gibt es so einen Drang auch. Ne? Mhm. Und das Thema wird dann ausgewählt im Seelenplan, also ein bisschen naiv dargestellt, setzt sich die Seele dann mit der geistigen Welt zusammen an einen großen Tisch. Sehr naiv jetzt, ne? Aber das finde ich so irgendwie auch das süß. Das ist doch schön, und dann, ja. Und dann wird es so festgelegt, aha, vom karmischen Soll, Saldo, voll, ne, Soll und Haben, wie beim Kontostand so ein bisschen, ne, wird dann, aha, das hast du als Plus mit drin im Seelenplan und das hast du als Minus dran. Und damit das Minus dich auch nicht länger dann belastet, geben wir das dir dann als Mensch, wenn du dann als Mensch auf der Erde bist, als Stolpersteine, als Herausforderungen, als immer lästige Themen dran, dass du quasi in der ersten Lebenshälfte, also in den ersten Jahren so richtig dann nicht da abarbeiten, nicht abarbeiten kannst, sondern das aufarbeiten kannst, um das umzuwandeln, weil das soll dir ja auch nutzen. Du kannst ja dieses sogenannte Manko-Gefühl oder das Unerledigte umwandeln in Stärke. Und das zeigt dann auch der Seelenplan auf der einen Seite. Und dann gibt es immer dazu einen ergänzenden Bereich, der eben im blinden sogenannten blinden Fleckbereich liegt, das heißt noch unbekannt. Deshalb unbekannt, damit man nicht sagt, oh, da gibt es was Neues, das Alte ist mir zu lästig, ich gucke jetzt lieber mir das Neue an, das gefällt mir besser. Sondern es ist erstmal unentdeckt, solange bis man halt diese noch nicht erledigten Themen bearbeitet Wegpunkte hat. Wegpunkte quasi gegangen ist, ja. Ja, und in den meisten Fällen ist es so, dass eben ab der Lebensmitte so eine Sehnsucht dann danach kommt, ja, da, jetzt habe ich meine Themen, so meine Knackpunkte kenne ich, die habe ich bearbeitet, so weitestgehend. Und da müsste es aber noch mehr geben. Muss irgendwie habe ich noch eine Sehnsucht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Interessant ist so, weil bei dir, du bist ja ein 80er-Jahrgang oder den nachfolgenden 90er-Jahrgängen, habe ich die Vermutung, dass die gar nicht bis zur Lebenshälfte warten, dass die schon früher dran kommen. Das würde auch im Sinne des Wassermann-Beschleunigungsfaktors ganz gut dazu passen. Also das, ja. Ja, ja. Ist auch absolut in Ordnung. Und deswegen ist auch der Zeitpunkt letztendlich ist ja egal. Aber irgendwann kommt dann diese Sehnsucht nach diesem noch unentdeckten Bereich. Und das ist dann Neuland. Und Neuland ist auch ein bisschen zweigeteilt. Weil einmal sagen wir, oh toll, was Neues. Aber wir kennen es ja noch nicht. Und dieses Neue macht ja auch unsicher, macht ein bisschen neugierig, bringt eine gewisse Abenteuerlust, aber auch, naja, ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll, weil ich ja die Erfahrung noch nicht habe. Ich weiß ja noch gar nicht, was es soll, was es mit mir macht. Und wenn ich mich dann darauf einlasse und dazu ermutige ich dann immer in den Seelenplan-Horoskopen, macht es also so schmackhaft und guck natürlich auch schon, ist da schon was entdeckt, die Decke schon hochgehoben oder noch nicht, sondern, und wenn ja, dann geht immer noch mehr, gibt es nach oben ja auch keine Grenze, weil das letztendlich dann, und das ist dann das Geschenk vom Seelenplan, dass man auch dieses karmische Gepäck, was nicht so angenehm ist, dann bewältigt hat und dass man quasi bis zum letzten Atemzug in den Genuss dieser unglaublichen Entfaltungsmöglichkeiten kommt, was nämlich noch mehr als glücklich macht, es macht, es erfüllt nämlich. Mhm. Und die Erfüllung ist sowas wie Glückseligkeit. Mhm. Und das können wir an Menschen, die so am Lebensende stehen, das ist ja auch letztendlich altersunabhängig, die dann so zurückblicken und sich nur an ganz bestimmte Themen erinnern. Und das hat auch nichts mit Alzheimer zu tun, dass die manches vergessen haben, also nicht unbedingt, ne? Aber in dem Fall eben nicht, sondern die erinnern sich bewusst an das, was sie erfüllt und glückselig macht, weil das, dann haben sie ihren Seelenplan erfüllt. Und das nehmen sie dann quasi mit in die geistige Welt und dann auch für die nächste Inkarnation, weil daraus resultieren ja wieder die neuen Begabungen. Mhm.
Ja, und das ist quasi das Seelenplan-Horoskop dann, was ich dann in der Beratung den Menschen näher bringe. Und das ist immer mehr als spannend. Das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich schon extrem auf meins. Ja, das steht ja bald an. Ja. Genau. Ja. Ja, ich habe auch da schon in anderen Horoskopen von dir für mich sehr viel Inspiration erhalten bezüglich des aktuellen Jahres und auch überhaupt des Geburtshoroskops. Und jetzt gehen wir weiter zum Seelenplan-Horoskop. Super spannend. Ja. Schön. Ja. Ich wollte noch was sagen, und zwar die Seele, hattest du gesagt, strebt immer die Vollkommenheit an. Ne? Jetzt könnte man ja fast denken, man wäre in dem Moment aber nicht vollkommen. Da wir aber im Werden sind, sind wir ständig vollkommen, und durch dieses Werden werden wir trotzdem weiter vollkommen. Ne? Oder ist das, ist das richtig so? Finde ich total toll, was du sagst, ja. Ja, okay. Weil jedes kleine Teil des Ganzen ist ja auch in sich vollkommen, aber trotzdem wächst ja, es ist ja, gibt ja keinen Stillstand im ganzen Kosmos nicht. Genau. Ne? Mhm. Und die Vollkommenheit, ja, vollkommen, es gibt ja immer ein Weiterstreben. Mhm. Weil das ist genauso, das ist für unseren menschlichen Verstand schwer vorstellbar. Wenn wir mal glücklich sind, sind wir glücklich, und das können wir ja auch in die Ewigkeit irgendwie reinspeichern. Und trotzdem sind wir danach vielleicht nicht mehr ganz so glücklich, aber streben es wieder an und werden anders glücklich. Genau. Ja, das schließt sich aber aus. Also das ist immer, ist auch deswegen kein Widerspruch. Also wir streben das immer an, weil es geht immer noch ein bisschen mehr, oder es differenziert sich noch ein bisschen mehr, oder es verbindet sich mit was anderem. Das ist ja wie diese Urquelle, dieses alles, was ist, aus dem wir kommen, so ähnlich. Also da erfahren wir mal so ein bisschen, wie das ist als Mensch, obwohl wir leicht davon überfordert werden auch. Ne? Deswegen vergessen wir das auch wiederum, ist auch vielleicht gar nicht so schlimm. Erfahren es immer nur mal so in so Glücksmomenten, und das langt ja dann auch. Ne? Ja. Aber vom Prinzip her hast du das sehr schön beschrieben, ja. Schön, danke. Ja, ich erfahre das auch, bitte? Ja, Entschuldigung. Ich erfahre das auch immer öfter. Umso mehr man ja mit sich selbst verbunden ist und dem folgt, was einem glücklich macht. Und das sind ja meistens für uns die einfachsten Dinge, nämlich unsere Gaben, unsere Begabung und das, was uns unser Herz sagt. Das sind ja die einfachsten Dinge. So. Ja. Und wenn man dann in so ein Vollkommenheitsgefühl kommt, dann ist man echt auch oft überfordert. Und dann kommt dieses Gefühl, was wirklich entgrenzt ist, wo man schon fast mit dem Körper gar nicht mehr klarkommt. So. Und auch der Verstand, der dann sagt so, wow, 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 jetzt aber mal hier gut. Ein bisschen viel Ego, ein bisschen übermütig. So überbeflügelt kann man ja nicht das Leben hier bestreiten. Also kommen wir mal wieder runter. So. Ne? Mhm. Ja. Aber ich kann es, zumindest glaube ich, dass das Gefühl ich schon erfahren durfte. Das stimmt. Was wolltest du noch sagen? Wollte nicht ins Wort fallen. Dieses vollkommene Gefühl repräsentiert für mich immer ein neugeborenes Baby. Mhm. Ja, und da hat mich immer schon fasziniert, wie so ein kleines Wesen ohne Zähne, ohne Haare meistens, ja. Ja. Aus Berlin. ja, und so faszinieren kann, also dass man sich richtig in so ein Baby verlieben kann, also auf so eine, auf diese Art und Weise, ja. Und weil es für mich diese Vollkommenheit repräsentiert, es ist noch ungetrennt, ist noch in diesem Einheitsbewusstsein von der Quelle und ist ja vollkommen. Natürlich ist es als menschliches Wesen total biologisch, biophysisch angewiesen auf die Versorgung, auf die Zuwendung, das ist ja ganz klar. Aber diese Ausstrahlung, sagen wir mal, wenn es gut versorgt ist und liegt glücklich in der Wiege sozusagen, ja, dann ist es ja eine Faszination, die, ne, dass sie da, was sie auch uns Menschen auswirken. Und das, die repräsentieren für mich dieses Vollkommene. Und dann gehört es aber auch zur menschlichen Entwicklung dazu, dass sie aus dem Einheitsbewusstsein in so ein Trennungsbewusstsein reingehen, über die Ich-Identifikation, wenn dann der Name anfängt. Ne? Dass sie wissen, ich bin nicht du. Am Anfang sehen sie sich mit allem eins und können ja noch nicht sprechen. Das fand ich immer ziemlich blöd, dass die noch nicht sprechen können. Ich hätte so gern immer gehört, als mein Sohn noch klein war, ich hätte immer gedacht, schade, dass du noch nicht sprechen kannst. Ich würde so gern hören, was du zu sagen hast. Ja, aber es geht dann anders, nonverbal. Und das hat ja auch einen Sinn.
Und dann geht halt über die Entwicklung dieses, geht man ins Trennungsbewusstsein rein, in die Ich-Identifikation, über den Namen. Und kommt dann halt, man kommt halt darauf an, ob, inwieweit man dann den Anschluss zu diesem Einheitsbewusstsein auch vergisst oder verliert. Richtig verlieren tut man es ja nicht, sonst könnten wir gar nicht leben, aber ne, wir erinnern uns vielleicht nicht dran. Und dann, je nachdem, was wir dann für eine Entwicklung machen, kommen wir ja letztendlich wieder dazu, zu diesem Einheitsbewusstsein und sehen uns danach. Und es kann aber auch ganz gut sein, dass jetzt im Zuge der neuen Zeit dieser Entwicklungsprozess im Trennungsbewusstsein über Ego und Ich und so weiter und der Dominanz des Verstandes gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Weil für den Verstand möchte ich mal eine ganz kleine Lanze brechen, den brauchen wir, der ist für mich der Buchhalter. Genau. Den brauchen wir für buchhalterische Themen, dafür ist der gedacht. Der wurde nur überstrapaziert, der ist im Prinzip überfordert gewesen, weil der hat nichts zu suchen in anderen Bereichen, das kann er nicht. So wie andere nicht die Buchhaltung machen können, was er kann, kann er dafür nicht irgendwie sagen, was sinnvoll ist. So ist es. Und so weiter. Ne? Darüber hatte ich, darf ich kurz einen Hinweis geben? Ja, ja, natürlich. Darüber hatte ich im letzten Podcast gesprochen, da ging es nämlich um das Thema ausgebrannt, Gespräch mit meiner Seele. Und meine Seele gab mir den Hinweis, während ich mit ihr in Kontakt war, man kann nur ausgebrannt sein, wenn man im Verstand ist und wir den Verstand quasi überfordern. Witzigerweise, wen das interessiert, der kann einfach mal auch in die Folge reinhören. Meine Seele, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, ich bin da ja rein zu ihr und habe eine Frage gehabt oder wollte Lösung, weil ich ausgebrannt war. Ja. Und meine Seele hat das, wie wir im anderen Teil schon besprochen haben, überhaupt nicht interessiert. Die hat nicht interessiert, was ich für Probleme habe. Die ist erstmal mit mir schwimmen gegangen, hat sich in den Sand gelegt. Wir haben dann so, bauen sich dann so Bilder auf. Und irgendwann hat die nur den Satz rausgehauen, wir können nur ausgebrannt sein, wenn wir im Verstand sind. So. Und ansonsten ist die auf meine Probleme überhaupt nicht eingegangen. Das ist eine reine Erfahrungswelt für die. Ne? Genau, genau. Und der bekannte Psychoanalytiker C.G. Jung, der war ja ein Schüler von Sigmund Freud. Sigmund Freud hat ja die Psychoanalyse quasi ins Leben gerufen und der war ein Schüler von ihm, hat aber seine eigene Richtung dann noch weiterentwickelt und der hat das mal ganz schön, diese Bewusstseinsebenen aufgegliedert und hat gesagt, man geht ja davon aus, dass von dem gesamtmenschlichen Bewusstsein, von diesen 100%, der Mensch, das menschliche Bewusstsein, 5-10% hat. Das können wir nicht beweisen, aber das wurde von vielen Psychologen bewiesen. Und nehmen wir mal an, es wären auch 10%, denken wir mal großzügig. Und von diesen 10% davon, also nicht von den 100% insgesamt, sondern nur von diesen 10%, sind 10% Verstand. Das heißt, 10% von 10% in Relation zum Gesamten ist ja 0, irgendwas, habe ich ja noch nicht ausgerechnet. Ja? Und das ist eben für diese Vernunftthemen, die ja zum Leben auch gehören, und das, sonst hätten wir ja auch keinen Verstand. Ja. Nur wir haben den halt überstrapaziert und gedacht, wir müssten nur darauf hören. Und also wenn ich zum Beispiel wissen muss, was ist heute für ein Tag, was muss ich heute erledigen, welche Termine habe ich, das sind alles Verstandesfragen, dazu ist er da. Genau. Wenn ich einkaufen gehe, habe ich mein Geld dabei und meinen Schlüssel und so weiter. Und solche ganz simplen Sachen, natürlich noch mehr, aber das jetzt nur mal so, um das ein bisschen runterzubrechen. Ne? Und dafür brauche ich einen Verstand und dafür ist der spitzenmäßig. Ja? Genau, genau. Und für andere Themen halt nicht. Ja. Und dann lasse ich den in der Buchhaltung. Ja? Das wäre auch eine schöne Überleitung zu dem Thema, wie kann ich denn meine Berufung finden? Genau, ja. Sicherlich nicht über den Verstand. Nicht über den Verstand, nee. Genau. Und es war ja früher so, dass die Eltern auf den Beruf für die Kinder ausgesucht haben oder das Geschäft sollte dann die Kinder übertragen werden, wenn es eins gab und so weiter. Und oder nur was jetzt heute vernünftig ist, eine sichere Anstellung, ne, in Krisenzeiten und. Aber sicher ist ja heute gar nichts mehr. Ne? Mhm. Und das wäre eine Verstandesentscheidung, ne? Dass man sagt, also da bist du sicher, ne, und so weiter. Aber dem Ruf folgend, der Berufung, der dann zur Berufung wird, heißt also, was mache ich denn gerne? Und was fällt mir auch leicht?
wofür interessiere ich mich, was beschäftigt mich und was gibt mir auch was, ja? Und wie kann ich das beruflich umsetzen? Das ist quasi, das unterscheidet sich dann von vernünftigen Entscheidungen im Beruf, in der Berufswahl. Und da geht man oftmals auch nicht die vorgeschriebenen klassischen Wege, sondern, was weiß ich, also macht dann eine Ausbildung so und so. Gut, heute kann man ja ganz viel online machen. Früher musste man immer noch irgendwo hinfahren und so weiter. Aber heute kann man ja online, ist ja viel einfacher. Oder auch ein vielfältigeres Angebot. Aber ist ja egal. Jedenfalls, man hört den inneren Ruf und folgt dem und merkt, und das geht dann wieder Richtung Seelenplan, diese Erfüllung. Das macht einen glücklich. Und da nimmt man auch in Kauf und ist auch viel belastbarer, dann viel mehr zu arbeiten, zu investieren, und dann braucht man auf einmal das jene oder ein, irgendwas nicht mehr, was vorher wichtig war, weil das einen erfüllt. Das ist wirklich und auch kein Ersatz, sondern das ist das Primäre, was das am wichtigsten ist einfach. Ja? Und daran kann man das erkennen. So ist es. Bei mir ist mal was Witziges passiert. In einem Coaching ist mir dann eingefallen, wie ich der Frau das erklären kann. So, und das ist seitdem so ein Teil von mir, wie ich das den Menschen immer mitgebe. Gibt es dir Energie oder nimmt es dir Energie? So, ja, und genau. Alles, was dir Energie gibt, so wie du die Dinge jetzt beschrieben hast, sind alles Dinge, die einem Energie schenken. Ne? Ja. Deswegen mal auch belastbarer als, ne? Das ist auch eine gute Beschreibung, man ist belastbarer. Man hat einfach auch den Willen, man sieht den Sinn dahinter. Ja. Genau. Und man wächst dran. Es wird immer mehr, aber das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, man will immer mehr. Das ist so ein Reinwachsen. Ja? Genau, genau. Und da kann man gar nicht satt von werden irgendwie, immer so gesagt. Ja? So ist es. Und weil es immer wieder was zu entdecken gibt und man entwickelt sich damit weiter. Das hat also ganz viel mit einem selbst zu tun. Nicht, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt 8 Stunden arbeiten und danach ist Feierabend und dann bin ich ein anderer Mensch. Sondern da gibt es auch nicht so diese Grenze zwischen Arbeit und Privatleben. Das verknüpft sich oft. Und es heißt aber nicht, was, du arbeitest auch am Wochenende oder so. Ne? Weil dann ist auch Arbeit nicht, ach, die Arbeit ja immer noch. Ja, aber dann würde ich nicht sagen, ich arbeite noch, ich beschäftige mich damit. Ich folge meinem Ruf, mal so ein bisschen hochtrabend gesagt. Ja? Aber ich beschäftige mich damit, das interessiert mich sowieso. Ja? Und wenn ich damit noch mein Geld verdienen kann, ist doch genial. Und da sind wir wieder beim authentischen Leben, ne? Ja. Und diese Sachen, mit denen wir dann authentisch rausgehen, auch mit unserer Berufung, das wird auch Erfolg haben, weil eben auch die Menschen spüren, dass du voll dabei bist, voll on fire quasi, und die inspirierst wiederum. Ja, das sind alles Anzeichen für die Berufung. Ne? Und meistens steckt ja auch noch dieses drin, ja, das fällt mir leicht. Und das, ach, du hast dich nicht angestrengt. Genau, und das da ist schon wieder so dieses. Genau. Es fällt mir doch leicht. Genau. Warum sollte ich jetzt dafür genügend Geld nehmen, ne? Dass ich auch noch gut davon lebe und auch noch gute Freizeit habe, ne? Und auch noch das Leben genieße? Steht mir das überhaupt zu? Ja. Natürlich. Ja. Das sind halt die alten Maßstäbe, die sich noch vermischen mit der neuen. Mit den neuen Wertmaßstäben. Das nennt man ja diesen Paradigmenwechsel. Ne, dass wir also dann nicht anknüpfen an das Bisherige, sondern wirklich mal so einen Break machen und dann geht es um was ganz anderes. Aber so einfach ist es nicht mit dem Break, weil wir haben ja das noch als Zellinformation gespeichert in den Knochen sozusagen. Und dafür sind dann ganz so energetische Auflösungsarbeiten sehr wichtig. Das ist eben dann, dass man sich davon reinigt. Und es sich auch erlaubt, davon frei zu werden. Und dann wird es die Gesellschaft auch verändern, auf jeden Fall. Und wenn da wirklich jeder für sich seinen Weg bereitet und traut, sich seinen Weg zu gehen. Ne? Ja, genau. Und das ist eben auch ansteckend. Das heißt, wenn das einige dann schon machen, auch selbstverständlich, und andere sehen, aha, das geht, kann ja sein, weil die sich auch danach sehen, aber noch nicht getraut haben oder noch nicht wussten, wie das gehen soll, dass sie sich anstecken lassen. Und das wäre auch im Sinne der Konkurrenz in der neuen Definition, die anderen mitreißen und mit animieren. Mach's doch auch mal, probier's doch mal aus. Jeder kann das auf seine Weise. Und es muss nichts Spektakuläres sein. Das kann was ganz Simples sein. Der Maßstab ist einfach, macht sich glücklich oder gibt es dir Energie, erfüllt dich das, diese Erfüllung finde ich so als Gefühl wichtig. Kannst du dir dann gar nichts Schöneres mehr vorstellen. So ist es. Zumal ich kann mir auch manchmal gar nicht vorstellen, dass jemand wie zum Beispiel meine Buchhaltungsfee, die macht das total gerne und ich könnte schreiend wegrennen. Ja,
Also, Ja. ne, das ist so Ja, jeder, genau. ja, Ja. für sich so selbst macht, genau. Genau. Und wie schön, dass es die Vielfalt gibt, ne? Das ist wieder dieser Teamgedanke, ne? Wenn jetzt jeder nur gern Buchhaltung machen würde und sonst nichts. Aber das, so ist ja die Welt auch nicht angelegt. Deswegen sind wir ja so facettenreich und individuell in unseren unterschiedlichen Anteilen. Und deswegen wird es auch nie auf der Welt geben. Genau. Wir haben ja hier noch ein paar Fragen übrig. Moment. Stimmt, die Frage haben wir ja schon beantwortet. Wie finden wir unsere Berufung? Fühlen wir das? Sehen wir Zeichen? Woran erkennen wir das? Da haben wir jetzt, glaube ich, schon ganz gute Beispiele genannt. Oder hast du noch eins? Ich denke mal, diese Impulse, wenn wir uns das erlauben, spüren wir Impulse und werden hingezogen und werden das mit so einem bestimmten Glücksgefühl und so weiter merken. Und dann wollen wir auch nichts anderes. So wie wenn man sich in jemanden verliebt, will man niemanden anders haben. Genau. Da will man nur diesen einen Menschen. Ja, und so ist es dann auch mit der Berufung. Ist auch wie verliebt sein. Ne? So ist es. Ja. So ist es. Ja. Sehr schön. Dann würde ich mal zu diesem schönen großen Begriff kommen. Sein. Ja. Sieht man und liest man überall. Sei einfach. Und bei den Babys, da sieht man ja dieses Sein auch, diese Reinheit. Und kannst du uns was zu diesem Begriff sagen, zu diesem verbreiteten Begriff Sein? Das ist gar nicht so einfach zu erklären, ja. Also ursprünglich natürlich kommen wir ja alle aus dieser geistigen Quelle, die heißt alles, was ist. Jetzt kommt wieder die Pädagogin durch. Das Sein ist ja dieses Verb, was in fast in allen Sprachen sehr unregelmäßig ist. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Also haben wir gar nicht dasselbe Verb immer so, dieselben Stammformen. Ne? Also immer unterschiedliche Wörter, also ähnlich klingende. Das sagt schon mal die Vielfalt aus. Und aus diesem großen Sein, diese Urquelle ist das große Sein, kommen eben die individuellen Menschen, dann Wesen raus und verkörpern das. Also dieses, wenn ich sage, ich bin, kommt es ja vom Sein. Ne? Also wenn ich mich mit etwas identifiziere, nicht nur wie ich heiße oder so, oder wie alt ich bin, wo ich wohne oder welchen Beruf ich habe, sondern ich bin, dann drücken wir das schon aus und zeigen dann auch, womit ich mich identifiziere, welchen Anteil ich davon verkörpere. Und und dann ist es natürlich auch wieder in dem Zusammenhang dieses Ich bin ein anderes Du. Das ist zwar, ich bin dann ich und nicht du, so als Mensch gesehen, ja, ne? Aber vom Sein-Aspekt her, weil wir ja alle aus derselben Quelle kommen, bin ich ein anderes Du und du ein anderes Ich. Und das Sein ist im Prinzip das Leben. Das ist lebendig Sein. Sein. Im Gegensatz zum Haben. Und das Haben, wir kommen ja aus so einer materialistischen Vergangenheit. Hauptsache, wir haben was, wo du identifizierst dich damit, was du hast. Was du für einen Beruf hast, was du für einen Partner hast, was du für Kinder hast, was du für ein Haus hast, für ein Auto hast, wie viel Geld du verdienst. Das ist ja das Haben, das Materielle. Und das Materielle ist ja am entgegengesetzten vom Spirituellen. Und da wir aber letztendlich spirituelle Wesen sind und das hängt wieder mit dem Sein zusammen, ist das, was du als Mensch bist. Und dann natürlich hast du dann auch Gegenstände und sowas zu dir gehört, aber das ist ja, macht dich ja nicht aus. Ja, wenn du jetzt ein anderes Auto hättest, wärst du trotzdem du selber. Egal, ob das jetzt toller ist oder nicht so toll, du wärst trotzdem die Franziska. Ja? Genau, genau. Ne? Und was du eben, genau. Es geht also nicht um, es geht also, ich versuche das mal rauszufischen, es geht also nicht um äußere Identifikation, sondern das Sein ist, das Sein ist neutral und Vollkommenheit in sich selbst. Und alles. Und allem, ne? Und wenn ich sage, ich bin in meinem Sein, dann erlaube ich mich voll zu leben. So. Und dann bin ich ganz bei mir.
ganz bei mir. Dann genau. Bin ich nicht so, wie andere mich haben wollen oder wie ich denke, oh, wie sehen die mich jetzt? Ist mir dann vollkommen egal, kriege ich auch gar nicht mit. Aber ich bin ganz bei mir. Ja, genau. Das ist ein sehr abstrakter Begriff, auch das wenn stimmt. Er sehr menschlich ist. Genau. Ich habe auch so die Information gerade, passt auch dazu, dass das Sein trägt eine Information, das Wort an sich trägt eine Information in sich, die wir gar nicht beschreiben können. Und da unser Wort ja sowieso, das Wort ist ja an sich inhaltslos, sind nur ein paar aneinandergereihte Buchstaben. Und die haben aber für uns in Absprachen eine bestimmte Bedeutung. Ein Inhalt. Ja, wir verbinden damit einen Inhalt. Ja, genau. Und insofern kann man das Wort Sein nicht so wirklich beschreiben, aber die Information, die darin steckt, und die ist unendlich. Ja, ne? Sehr gut. Sehr gut. Genau, das kommt nämlich. Hast du ganz toll. Danke. Ganz toll. So was rutscht manchmal gut. Raus. Sehr gut. Genau. Kommt der Wassermanngeist durch, ne? Ja. Ja. Sein, ja, das hat was mit Freiheit auch zu tun, ne? Oder? Oder auch, was ich so oft schon gehört habe, es darf sein. Also alles, was es gibt. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, können wir auch so sagen. Ja? Also guck mal, die Vielfalt der Menschen, die da sind, auch nicht nur vom Aussehen her, von ihrer Geschichte und so weiter, sondern auch von ihrem ganzen Leben und von ihrer Vergangenheit. Und die sind ja nicht die einzigen 8 Milliarden, knapp 8 Milliarden, die jetzt hier sind. Da gab es ja schon zig vorher, die waren alle anders. So wie mit unserem Daumenabdruck. Das bisschen Platz hier mit den paar Rillen und trotzdem sind die so alle anders, unterscheidbar. Ne? Total. Ja, sind so unterscheidbar und das drückt es ja auch aus. Trotzdem haben wir alle einen Daumen halt. Ne? Das ist wieder das gleiche verbindende Element. Und es darf alles sein. Es ist erlaubt worden, sich so zu verkörpern in seinem Sein, in seinem Ursprung, in der Ursprungsabsicht der Inkarnation. Und und deswegen ist es auch, sagen wir mal, wir können das erleben, vielleicht noch leichter erleben, als jetzt irgendwie, gut, die Philosophen können da natürlich ganz anders noch drüber reden. Wir sind ja keine Philosophen. Ne? Wir haben jetzt mal so ein paar Spirits da reingebracht. Und ich glaube mal, dass wir es übers Erleben, über dieses, wenn wir sagen, ich bin, was bin ich denn? Oder ne? Was, dieses Ich-Gefühl, das wir bei uns haben, für uns selbst haben, dass wir da drankommen können. Ja. Oder wenn wir Leben beobachten. Ne? Genau. Das ist ja das Sein ist also auch befreit von Bewertung. Wenn man das jetzt mal so, wir sind ja jetzt nun mal hier, das ist ja das, wir sind ja nun mal hier in dieser Welt, 3D, Körper, ne? Das bedeutet, wir verkörpern ja unser Sein und materialisieren das quasi ins Außen. Deswegen hat ja diese und die materielle Welt für uns schon eine Bedeutung, was da unser Sein ausmacht, oder? Wir können sagen, das ist halt konkret geworden. Ist konkret geworden, der Ausdruck. Das Innere wird ausgedrückt. Deswegen siehst du anders aus als ich, zum Beispiel. Genau. Nur als Beispiel. Ja? Das Innere drückt sich aus, das innere Sein drückt sich aus, trotzdem bist du ein Mensch, ich auch, das ist unser gemeinsamer Nenner, aber wir sehen halt anders aus, weil wir einen anderen Anteil davon haben. Und du damit deswegen identifizierst du dich auch mit was anderem als ich. Genau, weil mein Sein, der Anteil etwas anderes ausdrückt als deiner. Ja. Und doch ist es das Sein wieder so ein großer Begriff, dass alles ist und richtig ist, egal was gerade passiert. Ne? Es gibt noch ein schönes Beispiel, du kennst ja das, wenn du mit Menschen zusammen bist, bei denen du das Gefühl hast, bei denen kann ich so sein, wie ich bin. Und die nehmen mich so, wie ich bin, jetzt egal, was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe oder wie ich gerade aussehe oder nicht aussehe. Ja? Also dann darf ich so sein, wie ich bin.
Und die, deswegen verstehen wir uns auch. Das ist vielleicht gerade der Grund, warum wir uns so verstehen. Genau. Verstehen, genau. Ja. Ne? Mhm. Und das drückt auch das Sein aus. Ich glaube, über solche Erfahrungen können wir da an diesen abstrakten Begriff ein bisschen drankommen und es noch ein bisschen so runterbrechen, wie wir das auch fassen können, damit es eben nicht im Abstrakten so hängen bleibt. Ne? Und das ist wirklich super abstrakt. Ne? Also Sein ist quasi auch eine Form von Erfahrung. Ja, das ist Lebendige. Das ist Lebendige. Das ist eigentlich das Leben. Eigentlich stimmt, ist es das Leben. Das Leben. Ja, mhm. ja. Ach, genau. Okay. Das ist hier spontanes Philosophieren, total toll. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen weit gereist, ja. Aber ich denke, es interessiert trotzdem. Und wie immer, wer Fragen hat, gerne unten in die Kommentare, egal ob ihr Fragen zu mir habt oder an die Caroline, wir beantworten euch die Fragen super gerne, wenn wir zu sehr abgeschweift sind. Ja. Genau, so, wir haben also heute geklärt, was zum Thema Wassermann-Zeitalter, wie der Seelenplan zustande kommt, wie wir unsere Berufung rausfinden und was Individualität ist, also das haben wir ja vollgepackt bis oben hin und etwas zum Begriff Sein philosophiert. Sehr schön. Wir haben uns da rangetastet ein bisschen, ne? Genau. Ja. Ohne Anspruch auf Vollkommenheit. Genau. So ist es. Mhm. Ich empfinde es aber jetzt gerade so vollkommen, wie es ist, dieses Interview. Perfekt, schön. Zum Thema Sein ist ja auch, sind ja unsere Potenziale, unsere Gaben mit inbegriffen. Und wen das interessiert, gerne mal eine Seelenplanberatung bei der Caroline zu machen, dann packe ich euch den Link dazu in die Shownotes. Ihr wisst, ich mache auch eine Potenzialanalyse, wo es um deine Energietyp geht und auch deine Spezialisierungen in dieser Inkarnation, dann auch gerne mich ansprechen. Und ja, ansonsten findet ihr alle wichtigen Links in den Shownotes. Hast du noch was abschließend zu sagen, Caroline? Fällt dir noch was ein? Hast du noch einen Einfall? So, zum Abschluss. Ja, ich finde das Leben lebenswert. Schön. Und liebenswert. Schön. Geht mir genauso. Ja. Super. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du da warst, deine Weisheit, danke dein dir. Wissen, dein Sein mit uns geteilt hast. Und, sehr gerne. Ich danke dir für die Gelegenheit, dass du mir geschenkt hast. Ja. Schön. Und wenn ihr noch mehr über Caroline erfahren wollt, dann guckt einfach in das Video, was wir zuerst gemacht haben, Teil 1 quasi, auf Carolines Kanal. Verlinke ich auch. Ansonsten, das ist jetzt live. Jetzt kommt noch was. Abschlusswort. Mein Abschlusswort in meinem Podcast ist immer, ich wünsche dir von Herzen pure Entfaltung. So. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.